Guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute um 7 Uhr irgendwas aufgestanden, um in den Bikepark Eupel zu fahren, um den Thomas zu treffen. Denn ich habe einen kleinen Wunsch gehabt, und zwar, ihr seht ja immer, ich springe immer nur passiv, und ich habe gesagt, hey Thomas, kannst du mir mal zeigen, wie man auch aktiv springt, dass ich da mal anfange zu üben. Und deswegen sind wir heute hier. Ich bin ziemlich müde und auch irgendwie aufgeregt. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, bin ich aufgeregt. Ja, ich muss sagen, also ich habe auch keine Kosten und Mühen gescheut, bin halt um 8 Minuten vor 9 losgefahren, um auch um 9 Uhr pünktlich hier zu sein. ja, wir sind jetzt hier oben am Start im Bikepark OE, und da werden wir jetzt ein paar Übungen machen, damit der Daniel ein bisschen weiß, wie springe ich denn eigentlich aktiv. Dadurch werden jetzt ein paar Sachen natürlich wieder auftauchen, die wir schon in dem allerersten Springvideo hatten. Allerdings kriegt der Daniel dann wieder Hausaufgaben, da wird er sich sehr freuen, weil die kann er dann zu Hause wieder umsetzen und wieder ein paar Bilder in den Kopf gelegt. Okay, let's go. So, da sind wir wieder, ein Fahrrad, zwei total motivierte Leute. So, der Daniel will aktives Springen lernen. Das heißt, ich bin ja ein totaler Freund bei Einsteigern fürs passive Springen, weil viele Leute ja angefangen haben, irgendwie am Rad rumzuzubbeln, indem sie, wenn sie selber angefangen haben zu fahren, und dann oft gar nicht mehr wissen, was sie tun. Mein Beispiel dafür ist, wenn ich halt ein Eis mache und sage, okay, ich will jetzt ein Vanille-Krokant-Kokos-Eis machen, und schütte einfach in den Topf Sachen rein und weiß gar nicht, was ich wie viel reinschütte, ist die Gefahr groß, dass das Eis scheiße schmeckt. Ist auf gut Deutsch. So ist es beim Springen auch. Viele wissen gar nicht, wenn sie dann springen, was mache ich denn überhaupt vorne, was mache ich hinten, wann mache ich das? Deswegen zum aktiven Springen, wir tun uns mal kurz erinnern, das ist Maurice Technik, der technische Springer quasi. Es ist wichtig, Vorderrad- und Hinterradimpuls zu trennen. Bedeutet vorne halt, Metapher wieder, ich schiebe das Essen zu meinem Gegenüber rüber, also den Teller so rüber, das ist der Vorderradimpuls. Nicht zu verwechseln mit dem Manual-Impuls, weil beim Manual-Impuls drücke ich noch die Beine mit durch. Wir machen nur einen Vorderradimpuls, also nur aus dem Gorilla schön das Fahrrad nach vorne schieben. Der Hinterradimpuls ist dann einfach vom Küchenstuhl aufstehen, das bedeutet nur die Beine strecken. Damit der Daniel das jetzt üben kann, werden wir das auf diesen Tables hier in Olpe, nacheinander werden wir diese Tables fahren, und wir werden sie nicht springen, damit Daniel springen lernt. Das hört sich gut an. Guckt es euch gleich an. Das war jetzt nur der Vorderradimpuls. Wichtig dabei ist, dass ich mich nicht nach oben strecke, weil dann würde ich weg von der Rampe mich strecken, sondern ich verlängere virtuell die Rampe, indem ich das Rad nach vorne durchschiebe. Ganz wichtiger Unterschied. Jetzt das Ganze hinten. Jetzt habt ihr gesehen, ich bin nur hinten aufgestanden. Ganz leicht strecken sich dadurch natürlich die Arme. Nicht, dass das zu Verwirrung führt. Das ist immer das Problem bei Videos gucken. Ich habe nur hinten den Aufstehimpuls gemacht. Warum war der Impuls jetzt vorne trotzdem stärker wie hinten? Das ist Physik, weil das Rad hier in der Rampe, wenn ich den Vorderradimpuls setze, ist A, das meiste Gewicht hinten, und B, verlässt das Vorderrad ja die Rampe und das Hinterrad ist noch drin. Wenn ich also hier einen Impuls setze, ist das, als ob ich die Rampe weiterfahren würde. Hinten ist der Impuls, fällt etwas schwächer aus, wenn ich ihn alleine setze, weil ich setze ihn ja erst, wenn die Rampe zu Ende ist, und dann habe ich hier ziemlich viel Gewicht auch drauf. Und das Vorderrad ist ja quasi schon wieder unten. Dadurch, dass ich ja mit dem Hinterrad dann nicht das Rad vor mir herschiebe wie vorne, wo es dann wirklich so hoch geht, hinten muss ich ja mein eigenes Gewicht mit hochbringen. Deswegen ist der Hinterradimpuls immer ein wenig schwächer. Ist übrigens auch ein kleiner Seitenhieb für alle, die es nicht schaffen, Tables zu springen. Die sollten diesen Hinterradimpuls immer machen, damit sie die Sprungkanten nicht einfahren, damit die nicht kaputt gehen. Wir werden jetzt, Daniel und ich, werde einmal vorfahren, dann fährt er nach, und werden wir es hier jetzt auf den 5 Tables am Start immer abwechselnd machen. Vorne, hinten, vorne, hinten. Erstmal muss der Daniel das natürlich jetzt alleine hier einmal vorführen, ob es überhaupt klappt. Ich denke, verstanden hat er es. Wir sind gespannt, ob es funktioniert. Na, ich habe nichts gemerkt. Ich glaube, es war nicht gut, ne? Das Problem ist, viele haben dann Angst, dass sie irgendwie so mega krass aufs Hinterrad kommen oder so. Also ich habe den eben schon ziemlich explosiv gesetzt. Wenn du den einfach normal machst,
kann nichts passieren. Du bist schnell genug, du kannst nicht aufs Hinterrad fallen. Okay. Das passiert nur auf dem Weg oder so, wenn man das mit dem Dirtbike übt. Aber hier auf so einem Ding, da kann, also so krassen Impuls, glaube ich, setzt du nicht, dass du hinten überschlägst. Und selbst wenn, musst du ja einfach nur hinten aufstehen, dann fällst du sofort wieder, also bis wir so vorne wieder in den Gorilla gehen, dann würdest du ja sofort wieder runterfahren. Probieren wir nochmal. Aber das ist jetzt derselbe Effekt wie beim Hinterrad versetzen. Wenn du das am Parkplatz mit den Leuten übst, können die das alle. Gehst du dann in 30% Gefälle, macht es keiner mehr. Das ist die mentale Ebene des Sprungs, die jetzt dazu kommt. Ja. So, und du gehst tatsächlich immer jetzt eher so in das hier. So machst du. So. Ja? Aber du sollst da hinten gar nichts machen. Ja. Das heißt, du bleibst hinten im Gorilla und schiebst das Rad nur so nach vorne. Okay. Essen nach vorne schieben am Stuhl. Also hinten nicht aufstehen. Ich will, dass das Hinterrad am Boden bleibt, ja. Reicht erstmal. Versuch mal jetzt, dich erstmal an den Hinterradimpuls den einzeln zu setzen. Dass du wirklich vorne nichts aktiv machst, dass vorne die Arme sich nur so viel strecken, wie du aufstehst. Also nicht vorne eine aktive Streckung machen, wirklich nur hinten. Ich glaube, das wird noch besser jetzt für dich. Okay. Das hab ich gespürt. Die Übung wirst du so nirgendwo sehen, was bringt tatsächlich so keiner bei. Ich mache mir aber mal viel Gedanken, wie man Sachen lernt. So, weißt du, so über wie lernt das Gehirn? Ich versuche ja immer Bilder zu finden. Wenn du eine Treppe raufläufst, die du kennst, guckst du auf die Stufen? Nein. Aber wieso nicht? Ist Hölle gefährlich. Wenn du ausrutschst, kannst du das Genick brechen auf der Treppe. Was passiert, sobald du auf die Stufen guckst? Ja, dann stolpert man eher, ne? Und also, was wirst du vor allen Dingen? Wenn du jetzt eine Treppe rauflaufen willst und guckst auf die Stufen, was passiert dann? Du bist automatisch langsam. Ja, man sieht die Stufen gar nicht mehr richtig. Das ist das Ding mit zielfokussierten Springen, dass wir eigentlich blind springen. Deswegen müssen wir, habe ich jetzt schon gesagt, den Kopf ausschalten beim Springen. Gefühl, wann die Impulse kommen. Nicht dieser Vorderradkontrollblick, der muss komplett ausgeschaltet werden, weil den benutze ich bei der Treppe auch nicht. Wenn du jetzt beim Umzug hilfst und trägst einen riesen Schrank und siehst nichts, dann guckst du auf die Stufen. Aber sonst guckst du immer zielorientiert. Wenn du eine Treppe raufläufst, guckst du immer zu der Wand von der nächsten Etage. Und selbst wenn du die rauf sprintest mit 3 Stufen auf einmal, brauchst du nicht gucken, wo deine Füße landen. Das passiert automatisch. Und das ist beim Mountainbiken nämlich genau das Gleiche. Auch da müssen Automatismen irgendwann greifen. So, und das Ding ist, wir gehen ja gleich unten noch auf die Big Jump Line vor der Brücke, weil die Sprünge sind einfach die besten hier im Park zum Üben, für Springen, aktives Springen. Die fahren sich wie von alleine eigentlich. Einfach immer nur nach vorne gucken. Also im Bikepark halt immer zum nächsten Hindernis gucken. Okay, die 5 Tables. Ja, wie springen wir jetzt? Pass auf, fangen wir mit dem Vorderrad an. Beim 2. Table Hinterradimpuls, beim 3. wieder Vorderrad. Bei der Senke vor der Kurve Hinterrad. Beim 1. Table unten Vorderrad, beim 2. Table Hinterrad. Also immer abwechselnd. Das erste Mal fährst du mir nur hinterher, hältst meinen Speed, ich fahre nicht schnell, ich fahre langsam, ne? Und guckst es dir erstmal nur an, damit du auch siehst, ey, wann sitzt denn die Impulse und die ganze diese affige Aufgabe selber erstmal beobachten. Okay. Aber du spürst schon bei dieser Aufgabe auch so ein Stück von Flow, wenn du es gleich beim 2. Run versuchst, es ja selber, ne? Okay. Was man schön sehen kann, umso mehr Speed ich kriege, jetzt beim letzten muss ich schon gar keinen kompletten Hinterradimpuls mehr anwenden, weil durch den Speed und durch den Kick kommt das Rad von alleine schon extrem hoch. Das ist das, warum man in der Mountainbike-Fahrtechnik nie pauschalisieren sollte und auch nie Sachen sagen sollte, wie der Kopf muss immer über dem Vorbau sein, man guckt immer zum Kurvenende. Diese pauschalen Festaussagen sind einfach falsch, weil wir haben jetzt hier 5 Tables, die sind alle anders geshaped. Und wenn ich dir jetzt zum Beispiel so eine Abziehtechnik beibringen würde fürs Aktivspringen, funktioniert die nicht bei allen Tables. Du musst einfach ein Werkzeug kriegen, wo du dein Fahrrad vorne, hinten ausnivellieren kannst. Für jeden Sprung wieder extra. Und auf dem Weg sind wir heute. Jetzt versucht der Daniel das nachzumachen. Und go.
Die Impulse zu trennen ist gar nicht mal so einfach und irgendwie fiel mir der Hinterradimpuls viel, viel leichter als der Vorderradimpuls. Als der Thomas dann im Anschluss zu mir meinte, dass da irgendeine Angstblockade sein könnte, fiel mir auch direkt der erste Sturz ein. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, es war ziemlich am Anfang. Ich habe schnell Fortschritte gemacht und mich dann erstmal richtig auf die Nase gelegt. Ja, Hinterradimpuls klappt ganz gut. Ja. Vorderrad. Kannst du schlecht von hinten entkoppeln. Semi. Also du merkst, dass du vorne nicht entkoppelst, ne, wahrscheinlich, oder? Ja. Hier. Ja. Jetzt ist die Frage, ob es aus Angst kommt, dass du echt die Sorge hast, auf das Hinterrad zu kommen. Ich glaube, es kommt von meinem ersten richtigen Crash. Da bin ich ein Table gesprungen und bin so auf dem Hinterrad gelandet, dass das Fahrrad vorne weg ist. Ja. Und ich am Rücken geklatscht bin. Genau, das meinte ich mit, dass das aus einer Angstblockade rauskommt. Die Angstblockade kann man halt nicht besiegen, sondern nur vernebeln, dass die nicht mehr ganz so klar ist. Und das kriegen wir nur hin, indem wir die richtige Bewegung 500 Mal gut machen, ohne dass du stürzt. Du musst dich jetzt echt rantasten und zwingen, hinten in dieser Gorilla-Position zu bleiben. Versuchen, hinten nicht die Gorilla-Position zu verlassen, wirklich nur den Teller wegzuschieben hier. Ja, ja. Es hilft oft, wenn du mal versuchst, vor allen Dingen an dem ersten, ja recht gutmütigen Table, dass die Armbewegung, ähnlich wie beim Kampfsport, etwas explosiver zu machen. Ja. Umso explosiver du die Arme bewegst, umso schwerer können die Beine folgen, weil die Beine sind nicht so explosiv wie die Arme. Mhm. Ja? Bis auf wenige Ausnahmen. Aber in der Regel ist das so, dass die Beine langsamer sind wie die Arme. Du musst also jetzt quasi deinen Körper ein bisschen austricksen. Die Hüftverschiebung beim Springen, vor allem bei großen Leuten, viele machen immer noch diesen hier. Um vorne runterzukommen zum Beispiel, weil sie immer am Hinterrad landen. Hüftverschiebung. Never ever beim Springen vorne hinten machen. Ganz gefährlich. Oben, unten. So. Und zwar durch vorne Teller wegschieben hier, Gorilla, zack. Und hinten einfach aufstehen oder klein machen. Das Gegenteil werden wir auch gleich bei Speed noch üben, weil das ist auch sinnvoll, wenn man das kann. Aber jetzt erst noch einmal einen Run zum Üben und dann werden wir die ganze Geschichte mal koppeln. Diese Übung, die Impulse trennen zu lernen, klingt vielleicht erstmal irgendwie komisch oder verrückt, aber mir hat das auf jeden Fall total verdeutlicht, was wirklich dann der Vorderradimpuls macht, was der Hinterradimpuls macht, um sie dann am Ende zu verbinden. Natürlich ist das Ganze einfacher gesagt als getan, aber ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit zu üben. So, wie ihr gesehen habt, ist es relativ schwer aus dem Kuschelmuschel, den man sich über Jahre oder bei ihm seit Dezember, ist ja noch nicht so lange, deswegen hat er das Glück, dass er das wahrscheinlich noch dadurch, dass er auch eine gute Körperkoordination hat, eine viel bessere als ich zum Beispiel, wird er das hinkriegen, diese Impulse voneinander zu trennen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist das für eine blöde Übung? Das hat ja mit Springen überhaupt nichts zu tun. Die Räder kommen ja gar nicht richtig in die Luft. Jetzt kommt der Trick an der Sache. Ich werde jetzt dem Daniel vormachen, einmal wieder mit Passivtechnik über den Table fahren. Mir ist wichtig, dass der Daniel den Unterschied der Flugkurve sieht. Und dann werde ich versuchen, ein bisschen zu übertreiben mit dem Impuls für diesen Sprung, dass man wirklich sieht, hey, wow, der Impuls, so viel bringt das, ne? An Höhe. Das werde ich jetzt zeigen. Das heißt auf gut Deutsch, wir werden jetzt gleich versuchen, im nächsten Schritt, erstmal mache ich es vor, und dann wird Daniel versuchen, die Impulse nicht mehr einzeln zu setzen, sondern also schon noch einzeln zu setzen, nach Vorderrad, Hinterrad, sie aber dann zusammenzubauen, dass sie zu einem Sprungimpuls werden. Und dann sind wir in der Luft. Da wollen wir hin. Okay. Nur die halbe Geschwindigkeit wie beim ersten Durchgang. Und trotzdem gleiche Landung, ne? Trotzdem gleich weit. Und Obacht, ich habe den Hinterradimpuls ein bisschen zu spät gesetzt, damit Daniel die Kippung des Rads in der Luft sehen kann, vor allen Dingen dann in Zeitlupe nachher. Mhm. Ich setze natürlich nur so viel Impuls, wie ich brauche. Das heißt, ich stehe auch nicht immer ganz auf. Nicht, dass da wieder Kommentare kommen. Er steht ja gar nicht ganz auf. Ich stehe vom Gefühl her so viel auf, wie ich denke, dass es notwendig ist, dass mein Rad vernünftig landet. So. Das ist natürlich eine Sache, viel Erfahrung, viel Üben, viel Gefühl. Den da ausschalten, das hier einschalten.
Das war nichts. Boah, das war richtig gar nichts gemacht. Vom Gefühl. Ja. Wie gesagt, das technische Springen erfordert natürlich, Eier die Bewegung vernünftig auszuführen, ne? Damit du dann wirklich drüber kommst. Wir versuchen es mal, indem ich dich jetzt einfach mal ziehe. Bam, wir fahren mal drüber mit ein bisschen Technik. Was wirklich verrückt ist, einfach wenn ich versuche aktiv zu springen, fühlt es sich so an, als wäre ich noch nie über irgendeinen Table drüber gekommen. Echt verrückt, wie neue Technik einfach dann den Körper mal komplett überfordern kann. Der erste ist richtig schief gelaufen. Oha! Ja, richtig nosy gelandet. Weil ich den Hinterradimpuls gemacht habe, aber vorne nicht genug. Du merkst schon, das, was ich vorher gesagt habe, das erfordert unglaublich viel Übung. Ja, ja. Deswegen musst du dich rantasten. Mit Gefühl. Ja, mit Gefühl, die Impulse versuchen zu steigern von Table zu Table. Oh. Ja, der Daniel hat sich gewünscht, dass wir das aktive Springen ein bisschen angehen. Ich habe da eine sehr, sehr eigene Lernmethode entwickelt, halt mit Vorderrad- und Hinterradimpuls zu trennen, damit man es dann wieder zusammenfügt. Leider erfordert diese Art zu springen unglaublich viel Erfahrung, Übung und Gefühl. So. Und das hat man nicht, das kann ich nicht. Also wenn euch immer irgendeiner erzählt, du lernst in einem Kurs aktives Springen, vergiss es, das wären dann Gurus und Wunderheiler, weil das kann man nur über Erfahrung lernen, weil es ein sehr, sehr komplexer Bewegungsablauf ist. Plus dadurch, dass man das erste Mal sowas wie eine Parabel fliegt, kommt das Gefühl im Magen, dieses Achterbahngefühl dazu. Und dass man auf einmal halt, wenn man bis zu den Landungen fliegt, dann auch wirklich vom Gefühl her, es ist so, als ob man nosy landet, aber eigentlich trifft man die Landung optimal, weil sie halt ein Gefälle hat. Vielleicht, wie sieht Daniel das selber? Ja, du hast ja vorhin angesagt, dass es Hausaufgaben gibt für mich. Das kann ich jetzt auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Ich habe mir vorher ein paar andere Technikvideos angeguckt, obwohl ich das immer versuche zu vermeiden, damit ich unsere Sachen nicht mit anderen vermische. Aber ist ja auch nicht schlecht, mal über den Tellerrand zu gucken. Ja, genau. Was ich aber gemerkt habe, dass immer die Videos einem das Gefühl vermitteln, ah, okay, ich gucke mir das an, ich gehe jetzt in den Park, ich kann das dann. Und das ist halt im echten Leben gar nicht so. Es sei denn, man hat wirklich ein irres Talent, kann das, was man sieht, sofort umsetzen. Ich habe früher zum Beispiel, ich habe ja Fußball und Volleyball gespielt, habe mir dann viel Bundesliga angeguckt, aber nur weil ich so einen Trick sehe, kann ich den noch lange nicht selber. Ich muss ja dann wissen, wie sind genau die Bewegungsabläufe, was muss ich machen. Hm. Und Try and Error ist für alle, die unter 20 sind, definitiv kein Problem. Wenn man aber älter wird, kann Try and Error gleich auch halbes Jahr Pause bedeuten. Und deswegen ist es manchmal einfach gut, wenn man so jemand hat, der einen analysiert, der dann sagt, pass auf, vorne noch ein bisschen mehr Impuls, hinten noch ein bisschen mehr Impuls. Und einen haben, der so ehrlich ist, der sagt, heute wirst du das nicht lernen und auch nicht können, weil das eine Sache ist, die man lange üben muss. Mein Beispiel aus dem Alltag, wenn ich jetzt einen Gitarrenlehrer nehme, mir für fünf Stunden Gitarrenkurs, mal abgesehen davon, dass danach die Hände wund sind, kann ich immer noch nicht Gitarre spielen. Sondern ich kann erst Gitarre spielen, wenn ich mir dieses Instrument, so wie das Instrument Mountainbike, jeden Tag nehme. So, und dann ist es ganz einfach so beim Springen, ich kann erst dann springen, wenn ich alles in den Absprung, die Airtime und die Landung aktiv wahrnehme. Das kann man mit dem Gitarristen vergleichen. Alle Gitarristen, die so auf die Hand gucken müssen, weil sie greifen, können noch nicht spielen. So, jeder Gitarrist, der das kann, spielt blind. Nachher die es richtig können, machen dann nur noch aus Show so, damit es schwierig aussieht. Dabei muss man dann noch eine Grimasse ziehen irgendwie und dann sieht das halt schwierig aus. Die können aber alle blind spielen und da sind wir wieder beim Thema, wie beim Treppe hochlaufen, das machen wir auch blind eigentlich. Die Füße folgen den Stufen automatisch, obwohl die Gefahr beim Fehltritt teilweise lebensgefährlich ist, je nach Treppe. Machen wir das trotzdem automatisch und da, um zu einem Automatismus zu kommen, braucht man einfach sehr, sehr viele Wiederholungen. So, das Tolle ist, es gibt dann verschiedene Möglichkeiten. Hier zum Beispiel in Olpe ist das ein bisschen schwierig, weil jeder Sprung anders geshaped ist. Hat den Vorteil, wenn man einmal die beiden Impulse nivellieren kann, ist das eigentlich besser zum Üben.
Wenn man das noch nicht so gut kann, fährt man zum Beispiel nach Willingen und fährt da auch noch Flowtrail. Da hat man immer drei gleiche Tables oder zwei gleiche Tables, die fast gleich geshaped sind. Also wirklich, die sind fast identisch. Immer gleich. Ähnlich wie wenn man Kurvenfahren übt. Ich glaube, Willingen Flowtrail hat die schönsten Kurven in der ganzen Gegend hier. Die sind mega geshaped, die Didi-Schneider-Dinger. Aber man kann da sehr gut, wie wir so sagen, klinisch halt üben, also immer gleich. So, und das ist natürlich Olpe nicht bekannt für, weil wir bauen natürlich gerne technisch. Das heißt, alles muss man anders machen. Was natürlich, um das Nivellieren zu lernen, optimal ist. Ne? Das ist dann in Willingen. Wer in Willingen dann diese Lines fährt, kann hier noch lange nicht alle Tables fahren, weil halt der Shape immer entscheidet über die Flugkurve. Und deswegen bringe ich nur eine Technik bei, die ich einstellen kann, sogar noch in der Luft. Im Absprung geht es natürlich besser. Mit zum Beispiel so Techniken wie ja in der Anfahrt dann Strecken und sowas, da kann ich nichts mehr einstellen. Da setze ich zwar einen Impuls, um weiter zu fliegen und ich erreiche schnell bei dem Teilnehmer, dass er springt, aber von Kontrolle, weil die bringt erst die Sicherheit und die Sicherheit bringt den Spaß. Das ist die Reihenfolge. Kontrolle, Sicherheit, Spaß. Nicht Spaß und dann irgendwann Kontrolle. Das funktioniert nicht und hört meistens dann ab einem gewissen Level ziemlich schlimme Stürze zur Folge. Und die wollen wir ja vermeiden. Voll. Also mir hat es auf jeden Fall geholfen, auch zu wissen, okay, was sind so meine nächsten Schritte, was muss ich machen? Ich sehe mich schon hier üben, nur so Vorderrad, Hinterrad. Ja, da werden dich die anderen erstmal komisch angucken, warum macht er das denn? Ne? Ja. Wobei natürlich auf Nosi abrollen auch einen gewissen Spaßfaktor hat, genauso wie wenn man halt den Vollradimpuls so intensiv macht, dass man eigentlich dann spielerisch in so eine Art Manual gerät und halt dadurch auch immer sicherer auf Hinterrad und Vorderrad wird. Also diese Übung hat neben dem Springenüben noch den Effekt, dass ich auf den Einzelrädern meines Bikes sehr viel schnell sicherer werde und nicht mehr dieses ungute, flaue Gefühl im Magen habe. So. Okay, aber wir brechen das jetzt in dem Sinne erstmal heute ab, weil den Rest muss der Daniel mit Homework zu Hause machen und üben, üben, üben. Und dafür gibt es ja auch Übungen zu Hause für vor der Haustür. Das heißt, bevor der Daniel sich eine Proteinpizza bestellt und auf die Couch sitzt und wieder Videos schneidet, kann er dann eben kurz mit dem Bike raus und diese Übungen machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Lasst gerne ein Abo da. Und Thomas findet ihr, kennt den ja mittlerweile schon alle, aber falls ihr das erste Mal zuschaut, findet ihr alles von Thomas unten in der Beschreibung von Free and Ride Fahrtechnikschule. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und damit ihr Daniels neueste Videos nicht verpasst, aktiviert die Glocke. Profi-Influencer.